Hallo liebe El Pariser Werder-Fans. In einer Zeit wie diesen, in der Menschen mit Masken weltweit herumlaufen, in der es Unruhen gibt, in der andere sich einsperren lassen, 14 Tage in einer Quarantäne, ist es wichtig zu wissen, wo kann ich auf dieser Welt noch sein, wo kann ich mein eigenes persönliches Paradies aufbauen und meinen Lebensplan vollenden. Und deswegen möchten wir euch Neuigkeiten aus dem El Pariser Werder bringen über die jetzige Situation. Wir sind im Juli 2020. Und wir sind wieder einmal in einer Folge der Serie Im Gespräch. Ja, in aller Kürze heute die aktuellen Themen. Wir haben, wie gesagt, den Juli 2020. Die Dinge ändern sich oft täglich, manchmal stündlich. Und trotzdem müssen wir euch einmal jetzt einen Überblick geben, was hier läuft und wie ihr am besten zu uns kommt. Zu diesem Thema habe ich heute eingeladen unseren Präsidenten, Herrn Dr. Juan Bucker und Silvia Anna, die Seele des Unternehmens. Und ich gehe es gleich an, ein Thema nach dem anderen. Impfzwang in Paraguay. Juan, kannst du uns da was erzählen darüber? Gerne. Impfzwang in Paraguay wird es nicht geben. Wir haben gestern mit Abgeordneten der Unterkammer und mit dem Senat gesprochen. Wir waren gestern beim Vizeminister für Gesundheit. Es wird einen Impfzwang in Paraguay nicht geben. Aus mehrerlei Gründen. Aber wichtig zu wissen ist, sowas wird es in Paraguay nicht geben. Ich glaube, wichtig ist, dass es hier in der Verfassung steht, dass die körperliche Unversehrtheit garantiert ist. Und Impfen, wie wir wissen, ja die körperliche Unversehrtheit praktisch brechen würde. Ich schließe eine Impfempfehlung nicht aus. Das ist das eine. Eine Impfempfehlung, ja, wenn die ein Gesundheitsminister geben wird, das wird es ja in anderen Ländern auch geben. Aber was bedeutet das zum Beispiel? Man kann ja auch indirekt einen Impfzwang machen, dass man sagt, okay, du darfst nicht fliegen, du darfst nicht arbeiten. Kann es so etwas geben? Nein, das ist hier in Paraguay ausgeschlossen. Ein Impfzwang, auch ein indirekter Impfzwang, der sagt, okay, du musst dich nicht impfen lassen, aber wenn du dich nicht impfen lässt, darfst du nicht fliegen, darfst du am gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben. Das wird es hier in Paraguay nicht geben. Ist auch klar, unsere Verfassung garantiert die körperliche Unversehrtheit und auch, dass jeder selber entscheidet, will ich das haben oder will ich es nicht haben. Ich glaube, das gilt ja auch für Behandlungen, oder? Völlig richtig. Wir haben in Paraguay, Paraguay ist ein freies Land und wir haben in dieser Freiheit, haben wir auch die Freiheit zu entscheiden, wer möchte sich wie behandeln lassen. Das ist sehr beruhigend. Beruhigend, ja. Aber ich will das auch etwas näher erklären. Wir hätten auch gar nicht die Möglichkeit zu sagen, die finanziellen Möglichkeiten, die medizinischen Möglichkeiten zu sagen, wir müssen so und so behandelt werden. Außerdem, unsere Verfassung garantiert uns ein Höchstmaß an Freiheit. Und ich verstehe das auch so, und das ist übrigens nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung der Legislativen, es wird sowas nicht geben in Paraguay. Zu diesem Thema, Juan, es gab vor ein paar Tagen über WhatsApp haben wir ein Foto bekommen von einem angeblichen Dekret, nachdem CDL und MMS in Paraguay verboten sind. Was sagst du, du hast ja gestern mit dem Gesundheitsminister gesprochen, was sagt man im Gesundheitsministerium zu diesem Dokument, das im Internet aufgetaucht ist? Ich möchte das wiederholen. Paraguay ist ein Land der Freiheit, wo die Behandlungsmethoden auch frei zu wählen sind. Ich will ein Beispiel dazu geben. Jeder kann hier zu einem sogenannten Naturheiler gehen und sich mit Wundermitteln behandeln lassen. Das hat gerade in der ländlichen Bevölkerung eine große Wirkung und eine große Akzeptanz. Ich bin auf Unverständnis gestoßen, als ich gestern das gezeigt habe. Sie haben nicht gesagt, dass es gefälscht ist. Sie haben mir zugesagt, es wird geprüft. Ich glaube, dass selbst wenn der Gesundheitsminister sowas unterschrieben haben sollte, dass es völlig problemlos ist, dass er das zurücknimmt.
Er wird es wohl im Eifer des Gefechtes getan haben. Aber wie gesagt, gestern war das im Gesundheitsministerium nicht bekannt. Also wir haben gestern die wissenschaftliche Studie, nach der man zum Beispiel in Ecuador MMS und CDL zugelassen hat, die haben wir gestern dem Gesundheitsminister präsentiert. Und die werden sicherlich einiges zum Nachdenken, zum Nachlesen haben. Ein bisschen Nachhilfe tut ja auch gut. Und das ist natürlich ein Aufruf an Chemiker, an Leute, die auch zu uns kommen, weil CDL und MMS muss auch produziert werden. Und das sollte man irgendwo herstellen, damit die Leute für den Fall, dass noch andere mutierte Coronaviren kommen, behandelt werden können. Ja, aber dazu muss man sagen, ja, das gibt es ja in Paraguay. Das wird ja in Paraguay auch hergestellt. Derzeit wird es in Paraguay hergestellt. Genau. Ja. Ob im ausreichenden Maß, weiß ich nicht. Es gibt übrigens 5 Behandlungsmethoden, die für Covid mittlerweile, wahrscheinlich gibt es viel mehr, also oder mir sind sogar 6 bekannt, MMS, CDL, Vitamin C Megadosen, damit haben die Chinesen große Erfolge erzielt. Hydroxychloroquin, haben wir ein Foto schon ins Netz gestellt mit dem Bolsonaro, wie er es nimmt, öffentlich vor der Kamera. Remdesivir und das seit neuestem Veklury. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Also mit anderen Worten, auch hier in Paraguay gehen wir davon aus, dass die Behandlung wichtiger ist als die Impfung. Die Logik dahinter ist einfach, wie schaut das aus? Marito hat ja gesagt, ein Menschenleben ist ihm wichtiger als die Wirtschaft. Also ich habe gestern ganz klar gemacht, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die Behandlung, sprich die Medizin, nicht tödlicher ist als die Krankheit. Und ein wichtiger Punkt, in Paraguay gab es bislang seit Ausbruch der sogenannten Corona-Krise oder seit Ausbruch der Corona-Lüge gab es 20 Tote. Und meine Frage gestern war, wie viele Tote sind durch Suizid? Wie viele Tote werden täglich durch Unfälle in Mitleidenschaft gezogen? Also, aber das ist nicht der Grund, warum eine ganze Wirtschaft lahmlegt. Das wäre ja so ähnlich, als würde man den Straßenverkehr verbieten, weil im Jahr in Paraguay 600 Menschen im Straßenverkehr sterben. Und das müsste man weltweit tun, dass alle Leute nur mehr zu Fuß gehen oder mit Handkarre. Macht man ja auch nicht. Und deswegen muss man das auch wirklich auch weltweit den Menschen sagen, dass die mit ihren Politikern reden. Und Impfung, der Impfzwang an und für sich gibt ja keinen Sinn. Wenn Impfen funktionieren würde, dann müsste ich ja nicht alle impfen. Dann könnte der den Schutz einer Impfung beansprucht, sich impfen lassen, dann ist er ja geschützt. Aber jemand, der sagt, mein Immunsystem ist stark genug, ich brauche keine Impfung, könnte mir ja egal sein, wenn ich geimpft wäre. Ja? Mit anderen Worten, diese ganze Logik funktioniert nicht. Und auch hier langsam kann man sagen, verstehen die Politiker das und langsam steht der Tropfen, hüllt den Stein, kommen wir mit unserem Punkt durch. Und jetzt kommen wir zu den positiven News. Wie schaut es aus mit der Reise? Viele da drüben in Europa haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht mehr so aus Europa rauskommt und dass man auf der anderen Seite in Paraguay nicht reinkommt. Was wird sich hier ändern? Also hier wird sich, so wie mir gestern gesagt wurde, eine Öffnung der Grenzen wird stattfinden, aber Öffnung der Grenzen von Europa nach Paraguay. Das große Thema ist, selbst wenn wir eine Öffnung vollziehen, die Flugbereitschaft der Fluglinien, die nonstop von Europa nach Asunción fliegen, das könnte problematisch werden, weil die nicht den Weiterflug nach Argentinien haben. Das heißt, es ist eine reine Wirtschaftlichkeitsfrage. Aber ihr wisst beide ganz genau, es kommen am 15. Kunden von uns, es kommen am 18. Kunden von uns, es kommen am 28. Kunden von uns. Also wir haben schon einen regen Flugverkehr und wir sorgen dafür, dass unsere Leute auch rüberkommen können. Also dazu muss ich aber sagen, das sind Leute, die auswandern, die gleich hier bleiben. Das die Leute, richtig. Die jetzt kommen, die bleiben ja gleich. Okay, das sind liebe Leute, die wir kennen, mit einem One-Way-Ticket. Ich gehe davon aus, dass ab August die Grenzen von Europa nach Paraguay frei sein werden. Auch für Leute, die wieder zurück wollen oder müssen. Mit anderen Worten gehen wir davon aus, vorsichtig gesprochen, ab September könnten wir wieder Reisende, die eine Woche zu uns kommen, um eine Cedula, eine Admission Permanente zu beantragen, könnten wir wieder empfangen. Also es muss auch die Chemie passen. Wir sind wirklich sehr, sehr vorsichtig geworden, weil wir haben derzeit eine tolle Stimmung hier.
Wir haben circa 30 Leute, die permanent ausgewandert sind. Die Stimmung ist bombig, war noch nie so gut. Die Gruppe fängt sich an zu formieren, Initiative zu zeigen, sich um die Dinge hier auch selbstständig zu kümmern, Dinge zu organisieren. Also es fängt das an, was wir von Anfang dieses Projekts an erhofft haben, dass hier eine Gruppendynamik entsteht. Und eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, ja. Also wie gesagt, wir haben hier sehr, sehr viel politischen Einfluss. Warum haben wir den? Weil wir gezeigt haben, dass wir halten, was wir versprechen. Wir haben uns den Respekt der Politiker, der Funktionäre und der Administration dieses Landes haben wir uns erarbeitet. Und das konnten wir nur, weil wir von Anfang an offen und ehrlich waren und wir von Anfang an gesagt haben, dass wir was tun und wir haben es dann getan. Stimmt? Völlig richtig, genau richtig. Zuverlässigkeit und Wort halten, das sind die Devisen. Genau. Also die Lösung, um die politischen Verhältnisse zu ändern, ist die Revolution? Ich glaube nicht. Nein. Also wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten. Zum Beispiel diese Lösung, ein Parlament zu stürmen, weil ich das vor zwei Tagen gesehen habe, es ist immer fraglich, welche Motive haben diejenigen, die ein Parlament stürmen. Ja, das können ja auch Leute sein, die Anarchie haben wollen. Das weiß man nicht. Aber wir machen das anders. Wir machen mit Argumenten, mit sinnvollen Vorschlägen, mit konstruktiven Vorschlägen für die Wiedereröffnung und die Sanierung dieses Landes nach der Covid-Krise machen wir derzeit Furore. Und ich glaube, man kann das sagen, du gehst gerne zu den Politikern, weil sie haben sehr, sehr viel Respekt vor dir, vor uns, vor diesem Projekt. Das ist richtig, das hören wir immer wieder. Wir sind ein Motor für diese Provinz Casapa, aber ich muss auch sagen, wir haben hier in Paraguay auch teilweise sehr vernünftige Politiker, die mit dem Volk fühlen und mit dem Volk verbunden sind. Und wir brauchen vor allem die Patrioten. Die Patrioten, darauf kommt es an. Leute, die unbestechlich sind, Leute, die wegen der Sache hier sind und nicht Leute, die einen Preis haben. Die brauchen wir nicht. Stimmt, Silvia? So ist es. Und was brauchen wir noch auf dem seelischen, geistigen Bereich? Gottvertrauen? Einen Glauben. Einen Glauben an irgendetwas, irgendetwas Höheres. Das haben wir festgestellt, dass es mit Atheisten nicht funktioniert, mit Menschen, die nur ein Leben haben und diesem Leben alles herausholen wollen für sich. Das funktioniert auch nicht. Ja, wenn die Leute ein zu großes Ego haben, dann funktioniert es auch nicht. Also ich bin der Meinung, dass wir uns bewusst sein müssen, dass Freiheit nicht geschenkt ist. Freiheit kommt nicht gratis. Und sie hat auch keinen Preis. Freiheit muss man sich erarbeiten und für Freiheit muss man kämpfen. Und der Preis der Freiheit ist ständige Wachsamkeit, oder? Genau. Amen. Völlig und, richtig. Und auch der Wille, wann es sein muss, zurückzuschlagen. Und daher, wisst ihr, wir sind hier die Patrioten, die für das Land El Paraíso Verde und auch für das Land Paraguay und für die Freiheit in diesem Land kämpfen. Und ich danke dir, lieber Juan, dass du dich so einsetzt. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Wenn sich die Leute nur annähernd eine Idee haben, was du durchmachst, wenn sie nur annähernd die Idee hätten, was wir alles hier bewirken, ich glaube, es würde viel mehr Respekt kommen und viel mehr Anerkennung, als wir sehr oft erleben. Ich glaube, das ist eine Gemeinschaftsarbeit. Ich glaube, wir drei haben eine tolle Gemeinschaft einerseits, aber mit unseren Mitarbeitern haben wir auch ein super Team, ein hervorragendes Team, mit dem wir wirklich nach vorne. Heute war eine Abordnung der Nationalbank bei uns auf Besuch, auf Lokalaugenschein, und die haben gesagt, sie haben noch nie eine so hochmotivierte, freundliche und homogene Gruppe von Arbeitern, sie haben immerhin eine Mannschaft gesehen. Und das ist auch schön zu hören. Die Mannschaft, die wir jetzt haben, das sind über 300 Paraguayer und einige wenige Europäer, die bei uns arbeiten. Das ist eine Mannschaft, mit der kann man Berge versetzen. Bäume ausreißen, die Welt verändern. Genau. Im positiven Sinne. Genau so ist es. Also, meine Lieben, ich hoffe, das hat geholfen. Wir freuen uns. One-Way-Ticket geht ab sofort. One-Way-Ticket könnt ihr im Juli, August
Juli wird sich kaum mehr ausgehen jetzt, aber ab August kommen. Ich rechne vorsichtig, dass wir ab September, Mitte, Ende September auch wieder Reisende hierher holen können, die dann wieder zurückfliegen können, dass wir bis dahin auch die Quarantäne weg haben. Das ist aber jetzt nur eine Schätzung, wissen tun wir es nicht. Und wir geben euch eine Denkaufgabe, nämlich, wann kommt ihr mit One-Way-Ticket? Weil wir wissen nicht, wie lange in Europa es überhaupt noch möglich sein wird, auszureisen, ohne geimpft, gechippt oder sonst wie behandelt worden zu sein. Also das sind Dinge, da müsst ihr nachdenken. Wir leben ja schon in der Freiheit, für uns ist das Thema bereits erledigt. So und wir bauen dieses El Pariser Verde genauso, wie wir es gesagt haben. Vielen herzlichen Dank, lieber Juan. Sehr gerne. Liebe Silvia, vielen Dank fürs Kommen. Ja, also, schön. Bis bald. Bis bald. Wiedersehen.